Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Pelzer Stammtisch. Heute wieder mit der Urschel und mit mir. Der Urschel Servus. Geht gesundheitlich besser. Die Jessnerin ist wieder auf Jet Set. Jet Set. Also die geben sich hier gerade so die Klinge in die Hand. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall soll es heute um das Thema gehen. Nicht Junggesellenabschied, Joe, aber... ich glaube, ihr habt es schon mitbekommen, wir waren ja auf Tobias Becks Rebellion als einen Teil von Giovannas Junggesellenabschied. Und Domma und ich, wir waren ja in Mannheim schon mal bei der Rebellion. Ich glaube sogar, dass wir, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir da einen Podcast zu gemacht haben. Aber was ich jetzt halt super interessant finde, ist, weil die Jessie, ja, also dass die Jessie einfach nur berichtet, wie ihr Eindrücke waren oder wir beide mal berichten. Um was es da ging, hin und her und tralala. Also rein zur Info, ich war dort, ich war hochbegeistert und habe dann der Jessie vorgeschlagen, dass wir, weil zufällig Tobias Beck in Friedrichshafen war und die Joe wohnt in Friedrichshafen und die Joe hatte zu mir am Telefon gesagt, wo wir gesprochen haben, habe ich ihr so erzählt, wo wir waren und hat sie gesagt, boah, das hätte mir auch voll gut gefallen, das wäre auch was für mich. Und dann habe ich die Jessie gefragt, ob sie da Bock drauf hätte. Aber jetzt erst mal Jessie. Zu dem Zeitpunkt, als ich dich gefragt hatte, wusstest du, wer Tobias Beck ist? Nein, also nur von dir. Aber was der so macht, oder nee, wusste ich nicht. Aber von mir heißt, du hattest schon was von dem gesehen, oder nicht? Oder? Von dir, also von dem Namen hast du mir erzählt und ich hatte schon was gesehen gehabt bei dir, ja. So Videos? So Videos, genau. Okay. Hast du selber noch einen Monat nach dem geguckt, oder gar nicht? Nee, hatte, also als ich das bei dir gesehen habe, nee, habe ich nicht selber da drauf geguckt, ne. Okay, und warst du begeistert oder hast du gedacht, Joala, wenn die Mähnen, machen wir mal, oder was hast du so gedacht? Also, als ich das, also... Also wir sind unter uns, wir sind ganz ehrlich, ne? Also, als ich, also gedacht, ja, ich fand's, also du hast mir ja schon ein bisschen erzählt gehabt vom Tobias Beck, als er im Kapitol war in Mannheim, und da hast du gesagt, das wäre voll gut und das ist anders da wie andere, wie soll man sagen, Vorträge oder Shows oder ne, Show war es nicht. Ja. Aber ich war ganz, also ich war gespannt und aufgeregt, ja, was so auf mich, auf uns zukommen wird. Hattest du Bock drauf oder hattest du so gemischte Gefühle? Ich hatte auf jeden Fall Bock, auf jeden Fall schon Bock drauf und ja, auf Aufregung, gespannt, was auf uns zukommt. Und aber als du dann noch erwähnt hattest, dann wird man nicht lange auf unsere sitzen bleiben. Ja, war es ja schon wieder ganz so, okay, muss es jetzt, okay. Aber ich habe mich dann doch drauf gefreut und fand es spannend dann, ja. Okay, und wir kamen dann dorthin, dann waren da ein paar Leute und so, wir haben uns dann so ein paar Rehohre geholt und so, bis dahin. Was hast du da gedacht? Ja, mit den Ohren, mit den Rehohren, das hatte ich vorher schon, dann habe ich mir gedacht, okay, Rebellion macht Sinn, also ja. Ja, so als Reh, aber ich fand es ein bisschen schade, dass wir nur eigentlich nur zu dritt diese Ohren, diese Haare einfach ja. auf hatten. Cooler fände ich, hätte ich es jetzt gefunden, wenn vielleicht so die Hälfte oder noch ein paar mehr Leute die Haarreifen aufgehabt hätten, weil es hätte ja dann auch Sinn gemacht mit diesem Reh-Billion. Fand ich schon ein bisschen schade, ja. Also ich muss dazu sagen, muss so mein Eindruck vom Vergleich Mannheim zu Friedrichshafen. Also in Mannheim war das eine super coole Nummer. Die Leute waren total locker drauf. Da hatten wirklich gefühlt, ich will jetzt sagen, die Hälfte hat die Rehohre gehabt, aber bestimmt ein Viertel. Die Leute haben schon gekrische einem hier, bevor der Typ überhaupt auf die Bühne ist, gefühlt, ja. Die Tobias Beck kam rein, das sind alle aufgestanden, haben gejubelt, haben applaudiert. Also man kann sagen, das komplette Kapitol hat gebebt. In Friedrichshafen, muss ich dazu sagen, war ich erstmal so ein bisschen geschockt, dass die alle erstmal so schick angezogen waren, weil in Mannheim waren alle ganz normal, ne? Und dort waren die schon gefühlt so ein bisschen geschnackelt. Und ich habe mir gedacht, ja. Nicht alle, um Gottes Wille, aber so ein paar, da habe ich noch gedacht, okay, hä, was denken die jetzt, was da passiert? Wirklich, habe ich gedacht, ne? So. Und du hast halt gemerkt, dass die Leute eigentlich, glaube ich, nicht so wirklich Ahnung hatten, was auf sie zukommt oder dass die nicht so viel Ahnung vom Tobias Beck hatten, weil es hat keiner, also es ist keiner aufgestanden, wo er reingekommen ist, keiner hat gekrische, also alle waren gefühlt so ein bisschen verhalten, also so,
So eher so, okay, wer ist das? Was passiert jetzt? Hatte ich so das Gefühl, im Gegensatz zu Mannheim einfach, ne? War das halt so ganz andere Stimmung. Und ich innerlich habe mich natürlich kaputt gelacht, weil ich gedacht habe, Alter, wenn ihr gleich wisst, was so abgeht, dann nehmt da mal den Stock aus dem Arsch, habe ich mir so gedacht, ja, dann lache da nie mehr lang. Und tatsächlich habe ich auch beobachtet, weil wir saßen ja ziemlich weit hinne, habe ich beobachtet, dass ein paar Leute tatsächlich, also nicht viele, ich glaube, es war eine Person, die aus dem Raum raus ist, eine Frau, wo ich gesehen habe, die ist raus. Und so ältere war das, auch so geschnackelt die, welche so mit dem Blüschen und so der Strickpulli so drüber Oh. gelegt, so, ne, so Ende 50, Anfang 60. Und dann war noch ein eingeschränkter Junge, ne, also ich weiß nicht, wie ich das jetzt politisch korrekt ausdrücken kann, also ja, der war halt Doch. eingeschränkt und der hat es nicht so ganz, also klar, der hat die Übungen nicht alle ganz verstanden, das verstehe ich aber, weißt du, weil der hat es einfach geistig nicht so gecheckt, weil der halt wirklich krank war, also, aber du dafür ist er sitze geblieben und so, das war auch schon okay und auch er hatte einen Partner, das fand ich ziemlich gut. Und ja, also das jetzt mal so rein, sage ich mal zum Vergleich, ne? Es war schon anders und persönlich würde ich behaupten, dass, glaube ich, in Mannheim zu 90% der Saal mit Networker voll war, würde ich einfach so behaupten, weil du hast gesehen, der Ende hat, glaube ich, sogar PM tätowiert gehabt und so, ne? Wobei, was ich im Nachhinein rausgekriegt habe bei uns, war die Dominik Kipp in Friedrichshafen. Was? Ja, mit ihrer Mutter. Und ich habe Was? noch von hinne gedacht, ey, das ist die doch, ja. Und habe noch gedacht, ey, hätte ich das gewusst, hätte ich mir die als Partner gesucht und habe dann aber gedacht, jo, fang an zu spinnen, die wäre doch jetzt nicht so hocke, wische. Und tatsächlich hat man das bei ihr in der Story gesehen, dass die dort war mit ihrer Mutter. Was? Ja, weil dort waren auch viele Schweizer, muss man dazu sagen. Also es ist gut an der Grenze, waren ja danach viele Schweizer gewesen, also ja. Also so viel dazu. Auf jeden Fall, wir sind ja dann rein, haben uns hingehockt, war doch alles gechillt. Okay, dann fängt ja die Show mit einem Film an. Was hast du denn gedacht bei dem Film? Das war mit dem Reh, gell? Oder so Ja. irgendwie, ja. Ist so, okay, das Intro. Gucke ich mir jetzt halt so Reha, wie die Rehe-Kernung. Ja, das hätte ich mal gar nicht. Ich habe alles so auf mich wirken lassen. Ich so, okay, gut, was kommt dann? Dann kam das, war das Intro fertig und dann waren da so Sätze auf dem Monitor, Bildschirm. Wie sagt man, doch, Monitor, ja. Ja. Produziert und irgendwie am Anfang die Leute gar nicht so mitgemacht. Haben das eigentlich, glaube ich, jetzt so richtig verstanden. Aber dann haben die Leute dann die Sache dann gelesen. Genau. Aber wie fandest du, wo er reinkam, Tobias Beck? Wow, also da hat so, ja, ich war völlig begeistert, schon im Bann gezogen und habe gedacht, Gott, was, also was der Ausstrahlung und alles, was er heute, also da kam rein und irgendwie hat sich das schon alles so, Magie, nicht mit Magie, aber schon alles so, allein nur damit er auf der Bühne reinkam und gestanden, war das irgendwie schon alles so positive Energie irgendwie schon. Ja. Und was er so gerettet hat? War gut, also sehr tiefgründig auch zum Nachdenken, auch nach der Show eher weiter zum Nachdenken und also auf jeden Fall hat er mich absolut mitgenommen. Ja, also auf jeden Fall, die Sätze, die waren da. Also das waren keine Sätze, das waren ja eigentlich Worte und die waren da, dass man halt quasi weiß, dass man jetzt komplett was anderes erlebt. Also anders programmiert wird quasi, wenn man das jetzt so ausdrücken will, wobei es jetzt nicht so, soll ich sagen, dass es halt, dass man halt angeregt wird, anders zu denken, sagen wir es mal so. Ja. Und ja, dann muss man sich schon einen Partner suchen. Was hast du gedacht? Ich so, oh Gott. Zuerst habe ich mich so rumgeguckt, dann habe ich hochgeguckt zu dir. Die Show war schon gleich weg. Ja. Ich so, oh Gott, dann habe ich so hochgeguckt zu dir, weil du warst dann weiter oben. Und dann glaube ich, die, wo du dann hattest, die Partnerin, ich glaube, das war eine Freundin von der, die kam dann irgendwie, stand da so ein kleines Mädchen, ganz unscheinbar, zierlich. Und ja, und dann haben wir uns dann gegenseitig so. So wollen wir, hat sie mich eigentlich gefragt, wollen wir zusammen machen? Ich so, oh ja, voll gerne. Und dann, ja, haben wir dann zusammen, war das dann meine Partnerin für den Ja, und Rest des findest du, es hat Abends. gepasst, oder? Ja, voll. Irgendwie hat Ja. es voll gepasst. Sie war so klein und zierlich und ach so, ja, so, die wurde auch klein gehalten, sagen wir es mal so, ja. Wie alt Im war die Nachgang. eigentlich? Weißt du, wie alt die war? Die war Auszubildende, ich glaube, 18 oder 19 war die, Krass, glaube ich, gell? ja. Ja, aber es hat völlig gepasst, weil, also sie hat so meine Energie gespürt, und ich habe ihre Energie gespürt, und ich habe versucht, meine Energie so ein bisschen, damit sie sich nicht so klein mehr fühlt, sondern damit sie auch wahr und sichtbar genommen
genommen wird, ja. Also habe ich ja versucht, das so ein bisschen rüberzubringen. Also es war hat voll gepasst und ich habe mich also ein bisschen in mich in ihr gesehen gehabt, so ein bisschen auch, ja. Ja, krass. Fandst du, also man hat hier dann einfach verschiedene Übungen gemacht, ne, die man durchgegangen ist und so. Aber manche Dinge hast du das Gefühl gehabt, es hat ja was, also es war so ein bisschen, also keine Ahnung, ich weiß nicht, was, also ich weiß, dass der Tobias Beck viel in Tempel unterwegs ist bei Mönche und meditiert und überall und auch irgendwo so ein bisschen was Spirituelles hat. Wobei ich sagen muss, so, wir sind ja alle ein bisschen spirituell, aber wir sind ja jetzt nicht nur die Gurus, wo du hocke und denken, da kommen jetzt die Geister oder so, ja. Also ich meine, das ist ja alles, was wir betreiben, ein realistischer Glaube vielleicht an Spiritualität, ne? Aber hast du so das Gefühl gehabt, dass er vielleicht auch Reiki machen könnte? Ja, also damit er spirituell irgendwas ist, als er das erzählt hat mit den Mönchen und so, habe ich mir schon gedacht, damit er so auch irgendwie bisschen, ja, es war völlig Energie in dem Raum, das war abartig, also. Ja, also ich meine, da gibt es ja die Übung, wo er dann sagt, wir verbinden uns mit dem Universum und so und da ist so ein Lichtstrahl und das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, okay, vielleicht hat er auch irgendwie Reiki gemacht oder so, weil es kam mir halt so ähnlich vor wie, oder? Ich Ja, weiß auf jeden nicht. Fall, Und ja. ich finde auch, die Energie im Raum war ähnlich, wie wenn wir einen Reiki-Kurs, also so einen gemeinsamen Kurs haben. Also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, also finde ich genauso, ja. Also da habe ich mir auch gedacht, also wenn wie er das so gesagt hat ja, mit dem Lichtstrahl und so, habe ich mir gedacht, Samo, ganz andere Menschen oder so, die, ja, wie kommt der da drauf? Also jetzt mit dem Lichtstrahl, so habe ich mir gar gedacht, der muss irgendwie so, ach, Verbindung Ja. oder so irgendwie mit Meditation oder irgendwie haben, ja. Irgendwie schon, oder? Ja, und wie, also so die Energie, wo du da wahrgenommen hast, wie vom Anfang und dann am Ende, wie fandest du das? Ja, als wir den Raum betreten haben, oder? Ja. Also ich fand, die Energie wurde immer mehr und mehr und auch zum Schluss irgendwie war das so Explosion, also irgendwie, als waren wir irgendwie alle eins zusammen irgendwie, ja. Ja? Ja, als wären wir eins zusammen, ja. Was am Anfang alle noch so verhalten und rückhaltend war, also zurückhaltend waren, war dann auf Emo, war das so Eins, ja. gemeinsam Ja, eben die Masse. das stimmt. Ich habe das auch richtig gespürt. Also ich hatte abends so ein paar Mal Gänsehaut irgendwie am ganzen Körper. Ja? Ja. Ich habe auch bei den ganzen Übungen, also wo ich mit meiner Partnerin gemacht hatte, sie hatte Tränen in der Augen und ich hatte auch Tränen in der Augen. Ich habe nur gelacht und gelacht und versucht, irgendwie meine positive Energie überzubringen zu ihr. Aber dann irgendwie waren das so berührende, ach, die Melodie, was sie hat, und so berührende Worte, dass ich dann, ach, ihr sind so ein bisschen die Tränen geflossen, mir ach. Und dann musste ich sie einfach zwischendurch, sie hat es auch zugelassen, musste ich sie einfach ganz fest drücken und irgendwie so ein bisschen Liebe und Energie und Kraft von mir über von ihr, ja, von mir zu ihr überzugehen. Das hat sie auch gespürt dann. Ja, wie war das so für dich, wo du raus, also wie hast du dich gefühlt, als du raus bist? Nachdenklich und so ein bisschen wachgerüttelt auch, finde ich, auf jeden Fall. Und ja, eine ganz andere Denkweise. Ja, aber ist es für dich so anhaltend oder war das so, okay, das war jetzt so der Hype und so war geil und jetzt ist es schon so 2 Wochen später und jetzt ist schon wieder alles abgeklungen Nee, oder? also mich hat, also das Mädchen ging mir auch, also 2, 3 Tage noch, also nicht mehr aus meinem Kopf, also hinterher, gedanklich, also ich muss oft an sie denken und nee, also ich bin immer noch gehypt. Ja, aber war das für dich so, dass du gedacht hast, du musst so dein eigenes Leben über, also keine Ahnung, dass du so denkst, ja, wie soll ich denn sagen? Vielleicht gibt es ein paar Situationen, wo man im Leben unzufrieden ist, wo man einfach sagt, so macht man sich dann mehr Gedanken drüber. Vielleicht sind es viele Dinge, wo man sich Gedanken macht, oder vielleicht sind es auch nur wenige, keine Ahnung, aber hast du so das Gefühl gehabt, dass du manche Dinge überdenken musst, wie du sie machst, oder gar nicht? Doch, ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mich irgendwie so schlecht fühle, versuche ich meinen Anker zu finden und mich darauf zu konzentrieren und dann geht mir es auch wieder besser. Und was sagst du so zu dem Thema, was er gesagt hat über Umfeld und Energie? Also von Menschen, die Energie, die ausgeht. Also er hat ja gesagt,
also um das mal kurz, dass die Leute es verstehen, also quasi, ja, es sagt immer jeder, das Umfeld ist wichtig, ja, und manchmal, wenn man in unsere Kreise ist, hört man das halt gefühlt von jedem. Und wenn du dir dann noch Leute guckst, wie ein Arnold Schwarzenegger, ein Sly oder dann Oprah Winfrey, Steve Jobs, man guckt sich schon verschiedene Menschen dann, ah, Elon Musk, die vielleicht erfolgreich sind. Und irgendwo sagen die ja alle dasselbe. Und oftmals sagen die halt, A, dein größter Feind liegt im Bett und B, ne, kann, ne, muss nicht, kann. Und dein Umfeld ist so extrem wichtig, ne? Aber ich finde bei ihm so dieses Thema, er hat es auch gesagt, das Umfeld ist wichtig, aber jeder erklärt es Joanna. Der eine sagt, ja, du willst erfolgreich sein, dann müssen die Leute auch viel verdienen, mit denen du zu tun hast und so, ne? Der nächste sagt, ja, dein Umfeld, wenn das negativ ist, dann färbt es so auf dich ab. Aber er hat es ja so erklärt, dass du, also er hat es ja gar nicht erklärt mit irgendwelchen Sachgegenständen, sondern mit Energie. Er hat ja gesagt, du musst dich mit Leuten umgeben, die eine positive Energie haben und die nach vorne wollen. Weil, wenn es dir mal nicht so gut geht, brauchst du auch irgendwo eine Tankstelle, wo du deinen Zapfhahn reinhängen kannst, kannst gute Energie tanken und weiter dich nach vorne pushen und vor allem dich austauschen mit Leuten, die die Lösungen für dich haben und dich weiterbringen. Das hat er ja so gesagt. Ich finde aber halt, wenn du dort auch im Raum bist, am Anfang waren alle verhalten, aber am Ende ist ja das, wo du dich dann so hochpusht und du spürst ja diese Energie. Also du spürst dein Umfeld, ob du jetzt was mit Energie zu tun hast oder nicht, finde ich jetzt. Und mich würde halt interessieren, wie du das gesehen hast oder ne? Weil ich meine, über Umfeld hast du jetzt, ich glaube, es kommt da auch schon aus der Ohren raus in deine Sivior, ja? Aber wie war das für dich, das muss so zu fühlen? Weißt du, was ich meine? So diese Energie halt und was es so mit dir gemacht hat. Also, weißt du, was ich meine? Also ich fand Menschen in meinem Job oder Menschen dort noch oder Nee, ich meine, dass das Umfeld wichtig ist, hast du ja auch schon mehr wie Emo gehört. ja. Aber ich finde, so richtig, ich meine, klar, wenn wir auf eine Forever-Veranstaltung gehen, spürst du ja auch diese gute Stimmung und Laune, ne? Aber er, finde ich, hat es ja, erstens mal hat er es ja überspitzt auf diese gute Laune gebracht. Aber er hat es ja erklärt und dich auch spüren lassen, was der Unterschied ist, mit welchen Menschen du dich umgibst. Und das wollte ich von dir wissen, ob du das gespürt hast oder wie das für dich halt war, das mal nicht nur bla 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 zu hören, sondern das halt zu spüren. Oder hast du es so wahrgenommen? Vielleicht hast du es auch gar nicht so wahrgenommen. Weißt du, was ich meine? So. Also als er uns in diese schlechte Stimmung oder scheiß Tag gebracht hat und wir uns dann wieder rauspushen sollten, war das schon ein krasser Unterschied. Das haben wir die Übung zwei, dreimal, glaube ich, dreimal gemacht. Fand ich schon krass. Also damit es in so kurzer Zeit, damit es so funktioniert kann. Und ich finde auch, also ich finde es ein guter Sprecher und der hat mich auch komplett abgeholt, wie gesagt. Aber also ich würde auf jeden Fall nochmal zu ihm hingehen. Ich habe auch ein Buch von ihm gekauft. Und nein, ich habe es noch nicht angefangen zu lesen. Ja. Aber. Es liegt. Es liegt. Ich muss nur anfangen. Ich muss meinen inneren Schweinehund überwinden. So. Ja, aber also, ja. Nee, ich habe das nicht so, ich habe das nicht gemeint. Ich habe gemeint, also vielleicht empfinde ich das auch nur so, aber ich empfinde halt zum Beispiel jetzt angenommen, ich gehe einkaufen, ne? Und ich betrete einen Supermarkt. Habe ich so den Eindruck oder das Gefühl, dass ich einfach, oder zum Beispiel, ich gehe vor Fest. Ich gehe auf den Maimarkt, ich war ja auf dem Maimarkt, ne? So. Und ich habe so das, ich kann nicht mehr an so Menschenansammlungen gehe, weil ich das Gefühl habe, dass ich einfach eine Aggress also so einfach so eine Grundaggressivität von den Menschen spüre. Ist es so dieses, ich habe das Gefühl, ich betrete einen Raum, also nicht einen Raum, ich betrete vielleicht einen Platz und ich spüre einfach so dieses Pulverfass, dieser Vulkan, auf dem ich sitze, ja, von Leuten, die einfach schlecht gelaunt sind, die Aggressivitätspotenzial haben, die eigentlich welche so rumpöbeln wollen. Weißt du, was ich meine? So, ich spüre, das ist mein Empfinden, dass wenn ich wohin gehe oder auch wenn ich einkaufe gehe, ich oftmals so eine Unruhe spüre. Und wenn du einfach nur an den Leuten vorbeiläufst, höre ich selten Leute, die sagen, ach, guck mal, heute scheint die Sonne, so ein Schäne da, mir grille, was weiß ich, sondern wenn du an den Leuten vorbeiläufst, dann hörst du, guck mal da. Das auch nicht do. Ach, ich brauch das, scheiße, ist nichts do. Ah, und wie geht das? Ah ja, wie soll man das denn gehen? Wischio, ne? Also, weißt du, was ich meine? So die Gespräche, die ich wahrnehme, wenn ich so einfach nur an Leute vorbeilaufe oder ach, die Gesichter, die gezogen werden. Also selten, dass ich in einem Supermarkt bin und die Leute lächeln, sondern eher ziehen die ihr Gusch bis Nunner. Und wenn du die Leute an Ohr guckst, dann gucken sie weg. Weißt du, was ich meine? Oder sind so
Keine Ahnung, also das ist so das, was ich wahrnehme. Und ich finde halt in dem Raum, am Anfang war es nicht so, dass die Leute schlecht gelaunt waren, aber du hast so die Unsicherheit gespürt. Weißt du, so dieses. Aber am Schluss ist ja die Übung, wo er dann sagt, wo wir uns hochpushen und jubeln und machen und tun. Und ich finde die Energie dann im Raum, also alle gehen raus und lachen. Alle sind Ja. fröhlich, alle lachen. Und du spürst eine positive Energie, also so ein Kribbeln innerlich, finde ich, ne? Und ich wollte von dir wissen, ob du das auch oder ob du das auch so empfunden hast oder wie du das halt siehst. Verstehst du, was ich meine? Also, ich weiß, wenn ich einkaufen gehe, dann achte ich so gar nicht auf mein Umfeld. Ich gehe einkaufen, gehe arbeite meinen Einkaufszettel ab. Ja, aber ich nehme das so gar nicht wahr. Ich schlafe da einfach in dem Tunnel. Ich gucke doch gar nicht rüber. Nicht, weil meistens gehe ich noch der Arbeit einkaufen. Ich bin dann eher relaxed, also ich bin dann entspannt, weil ich habe Zeit. Ich habe, wenn ich auch lange an der Kasse stehen muss, Nee, du, das ist nicht, dass du schlecht gelaunt bist, sondern. die Leute um mich rum, ja. Ja, aber ich nehme das gar nicht. Ja, im Geschäft, ach Gott, meine Arbeitskollegen, die reden nur von Krankheiten, wo ich mal denke, so alter Schwede, bist echt 48. Mein Gott, du redest wie 70. Die Anna ist schon im Grabball. Und die ist 62. Bei der tut auch alles weh, wo ich mir denke, so alter Schwede. Also ich habe selbst im Geschäft, habe ich, ja, sehr viel negative Energie. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Auch von der Kundschaft her. Die ziehen sich auch eher alle runter. Würdest du sagen, du hast du so einen Panzer gebildet und lässt das nicht an dich dran? Oder würdest du sagen, vielleicht zieht es dich runter, aber du merkst, also, du wärst jetzt erst bewusst, wo ich dich das frage. Weißt du, was ich meine? Man muss sich schon mit was auch auseinandersetzen irgendwo. Nee, also ich versuche immer in den Stunden nicht nein zu reden, weil mir es einfach auf den Sack geht, immer alles so negativ zu sehen. Dann denke ich mir halt immer manchmal, mein Gott, ich meine, uns kann es schlimmer gehen. Wir haben keinen Krieg, ja, wir haben was zu essen, wir haben darüber im Kopf, wir sind gesund, so gut es geht, ja, wir haben Klamotte, wir haben saubere, fließendes Wasser, wir können uns duschen. Und dann da halten die Kundschaft eigentlich eher so ein bisschen inne und denken so, ah ja, je nachdem, bei manchen Kunden, die kenne ich schon seit meiner Ausbildung, bin ich per Du, manche bin ich per Alles klar, per Sie. Und dann, ja, je nachdem, du, sie, ja, wo hast du recht, ja. Und ich hätte gute Denkweise und ich soll meine Denkweise so weiterhin behalten, weil ich habe darauf keinen Bock mehr. Auch wenn draußen irgendwelche, ja, ich steige mich jetzt gerade rein, das wird jetzt alles so Ja, privat in egal. meinem Geschäft und was weiß ich. Zum Beispiel draußen, meine Arbeitskollegin, die mag überhaupt gar keine Kinder, die hat auch keine Kinder, die mag keine kreischende Kinder, wo ich mir aber denke, Samo, ich möchte gerne wissen, ob du als Kind so nur brav waschen, der gekriegt hat, die regt sich dann halt auf, wenn er draußen halt Kind kreischt. Also man kann ja, weißt du, warum das Kind vielleicht kreischt? Vielleicht ist es hingefallen, vielleicht kreischt, ich meine, man hört ja mittlerweile raus, ob das Kind aus Trotz oder auch wenn es hingefallen halt kreischt tut, ja. Dann draußen, wenn jemand mit Kopftuch rumläuft oder die, keine Ahnung, was bei uns jetzt gerade rübergeschwappt ist, die Afrikaner, was ist, die jetzt schon das fünfte Kind oder zum fünften Mal zur Schwangerschaft so ein Schwanger ist, mein Gott, ich reg mich da drüber nicht auf, weil ich lasse sie einfach an mir vor. Also ich gucke gar nicht raus oder ich lasse einfach an mir vorbeigehen, lass doch die Frau in Ruhe. Also Ja. ich gebe doch keinen Kommentar ab. Also die, ich weiß, manchmal denke ich, damit die halt einfach Aufmerksamkeit oder irgendwie Gespräch sucht, aber das prallt an mir ab, die ist so bei mir an der falschen Adresse und das weiß ich eigentlich auch. Weil es mir einfach egal ist. Mir ist es egal, ob Ja, einer ein verstehe ich. Kopftuch auf hat oder ob der Cappuccino-Farbe ist, was weiß ich, ist so mir egal. Du lässt doch die Leute rumlaufen, wie sie sind. Du kennst dich doch gar nicht. Du weißt doch gar nicht die Hintergründe. Gar nichts weißt du von denen. Das regt mich halt einfach auf, Ja, aber dieses wie ist es Umfeld. für dich? Ich verstehe das absolut, ne? Aber wie ist es für dich halt in so einem Umfeld jeden Tag zu sein? Verstehst du, was ich meine? Ja, also, ja, man baut sich, wie du sagst, Mauer auf oder ja, man sucht immer irgendwie das Positive draus, irgendwie noch zu sehen. Und wie fand es jetzt halt dort zu sein, wo die Menschen vielleicht, ah, ich meine, du warst ja gestern bei der Business Opportunity. Ich meine, das sind ja die Leute auch anders da. Oder hast du mal Gespräch gehört, ist alles scheiße und das Wetter ist Nee, so. Obwohl das die nee. Leute sind, sag ich mal, wo du gar nicht kennst. Ich habe die ja auch nicht alle gekannt, ne? Eigentlich ein, nur positiv, nur positiv. Nur Aber positive wie Menschen, findest du selbst so auf den irgendwelche Unterschied? Veranstaltungen, nur positiv, positiv, positiv. Ha, bitte? Also ist es für dich so, dass du sagst, okay, du spürst einen Unterschied, du hättest das gern immer so, so Leute um dich? Oder sagst du, jo, es ist halt, wie es ist, ich nehm's halt, wie es kommt. Weißt du, was ich meine so? Also wenn wir beim Tobias Beck rausgegangen sind, waren wirklich alle, wie du schon vorhin erwähnt hast, alle wirklich voll positiv, auch gut gelaunt und so. Ja, am liebsten immer so, ja, klar.
Aber die Leute haben immer irgendwas zu meckern. Es gibt nichts, was sie nicht zu meckern haben. Dann ist es über das Wetter, über die Preise. Ich so, ja, was soll man machen? Einkaufen müssen wir dann. Dann geht man halt dann einkaufen, wenn die Angebote sind. Ja, dann sind halt alle Angebote weg. Ist so klar. Das ist nicht mehr so wie vor einem Jahr oder 2 Jahren, wo die Angebote noch gestanden haben. Gut, dann denke ich mir halt, gut, shit happens, dann gibt es halt einfach nicht. Ja. Ja, denkst du für dich jetzt, du willst was ändern oder keine Ahnung, ich weiß nicht, was hast du für dich von der Veranstaltung mitgenommen? Hast du für dich gedacht, okay, vielleicht müsste ich mehr mit Leuten zu tun haben, die positiv sind oder vielleicht müsste ich mehr Sport machen? Ich weiß nicht, also welche hast du für dich so irgendwie so das reflektiert und für dich gesagt, okay, was ist jetzt der Punkt, wo ich für mich sage, ich ändere was oder sage, nee, es war schade, es zu haben, aber ändere will ich eigentlich nichts. Also Ja, welche? am liebsten weiterhin so, ja. Also eher positive Leute, ja. Endlich das Buch lesen. Das ist mein Ja. erstes Ding. Buch lesen. Und auf jeden Fall ja mit positiveren Menschen, auf jeden Fall. Auf jeden Also Fall ich meine, diese du. ganze Schwungenergie am liebsten für immer. Also ich meine, ich sage mal so, ne? Wie soll ich sagen? Es ist ja nicht so, also ja, wir sehen uns zwar einmal die Woche, aber wir unterhalten uns ja auch nicht wirklich viel, weil wir haben ja dann einmal Programm, wenn wir uns sehen, ne? Aber ich sage mal so, du hast ja für dich entschieden, zum Beispiel, du hast für dich entschieden, du machst Reiki gerade noch einmal. Dann hast du für dich entschieden, du machst Reiki 2. Dann hast du für dich entschieden, schon bevor ich es entschieden habe, dass du bei dieser 21 Tage Meditation mitmachst. Weißt du? Also, ne? Dann hast du gesagt, okay, komm, ich gehe mit zum Tobias Beck. Also, ich meine, das sind ja alles Dinge, wo ich mir denke, also ich als Außenstehender denke, du willst was verändern. Also, weißt du, was ich meine, wenn ich mir das so angucke, dass irgendwie du was ändern willst. Und ich frage mich halt, bringen dir die Dinge, die du jetzt alle gemacht hast, was du dafür, was zu ändern? Und willst du weiter so Sachen machen, um was zu ändern? Oder sagst du, ach, meine Komfortzone, weil ich meine, du bist ja schon ein Komfortzone-Mensch, das muss man ja einfach so sagen. Ja. Meine Komfortzone, mein Bachelor ist so bequem, ich bleib lieber immer im Bachelor. Weißt du, wie ich meine, so? Nee, auf jeden Fall will ich auf jeden Fall was ändern, ja. Das Buch lesen. Ja, jetzt gehen wir weg von dem Buch generell halt. Weißt du, was ich meine, so? Also. Ja, ich bin in Aufbruchsstimmung. Ich habe keinen Bock mehr. Okay, gut. Ja. Ich bin in Aufbruch-Veränderungsstimmung. Ich will nämlich Ja, so. gut, ich sag mal so, ne? Es ist ja Ich möchte, ich einfach, will, gibt's ja nicht, ich möchte. ja, ich sag mal so, es ist ja einfach für mich jetzt zu sagen, in dem Moment, wo ich jetzt im Moment sage, ich muss so in meinem, ich sag mal so, die letzte Zeit in meinem Kokon sitzen und bin zwar viel online unterwegs, aber ich muss ja okay Menschen im Moment in dem Sinne ertragen, ne? Ich meine, natürlich führe ich mehr Gespräche mit fremden Leuten, ne, über unser Geschäft, okay, also keine Frage, und ich bin auch auf Veranstaltungen, aber. Ich kann ja für mich jetzt entscheiden, ich bin ja jetzt im Moment nicht gezwungen dazu, zum Beispiel im Laden zu stehen wie du. Ne? Also das kann ich mir jo, habe ja den Luxus, mir das gerade raussuchen zu können. Und ich muss dazu sagen, gut, als ich im Laden stand, war ich der Chef. Und dann war die Stimmung ein bisschen auch von mir geprägt, weil ich es gar nicht zugelassen habe, dass ohne den Mitarbeiter so eine Negativität ist, weil ich ja schon immer was zum Thema Mindset gemacht habe. Ne? Es ist auch nochmal eine andere Situation wie jetzt bei dir. Aber oftmals duldet und erträgt man ja Dinge. Zum Beispiel mir wurde das ja erst bewusst, nachdem ich umgezogen bin. Ja, wie belastend für mich die alte Wohnsituation war, wie das mich erdrückt hat, wie diese negative Energie in diesem Haus, wie mich das alles belastet hat, dieses Gerede und überhaupt, man hat es halt so hingenommen, weil es war halt bequem. Die Miete war halt echt gut. Warum jetzt was ändern? Umzug kostet Geld, Umzug ist anstrengend, ich bin ja eh nie daheim, ist es so halt, ne? Und so richtig bewusst, diese schlechte Energie wurde mir erst, als ich raus du bin. Ne? Du wurde mir erst bewusst, wie extrem belastend das ist. Und auch heute muss ich wirklich erschreckenderweise sagen, ich meine, es war ja nicht alles schlecht dort, aber wenn ich dort dran vorbeifahre, bin ich froh, dass ich dort nicht mehr bin. Also so extrem war das. Aber in der Situation, ich meine, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Jahre dort gelebt, 14, 15 Jahre, ich kann es gar nicht sagen. Oder? Ja, ich glaube 10 oder mehr wie 10. Mehr wie 10, also 13 Jahre oder so. In der Situation, gut, muss man dazu sagen, war ich auch einige Jahre, wo das einfach nur Zweitwohnsitz war und ich im Urlaub auch nie daheim war. Aber das letzte Jahr war ich ja komplett dort. Ja, habe ich das halt gar nicht so krass wahrgenommen. Man hat es halt so hingenommen, man hat es halt so geduldet, man hat gar nicht
in sich reingehört. Man hat halt gesagt, jo, es ist halt so, was soll ich denn machen, ja? Aber ich meine, ich war ja auch so, und ich habe mich ja auch immer über diese Wohnsituation beschwert. Also, wisst ihr, es war ja für mich immer belastend. Also, egal, wenn es um Wohnung ging, mich hat ja alles gestört, du. Wisst ihr, dass es keine Rollläden da sind, dass es zu heiß ist im Sommer, die ganze Nachbarschaft. Wisst ihr, also, und es wurde ja auch immer schlimmer, wisst ihr, aber ich habe es ja auch in dem Moment. Ja, ich habe es erst nur wahrgenommen. Weißt du, was ich meine? Und ich finde halt, vielleicht, wenn ich zum Beispiel, ich meine, ich habe damals schon die Speaking Performance von Tobias Beck gemacht, ne? Aber so bei einer Live-Veranstaltung von ihm war ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich denke mir halt, wenn ich vielleicht bei sowas gewesen wäre oder halt schon vorher noch Moreki oder so gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht das eher wahrgenommen und gemerkt, okay, wir müssen jetzt was ändern. Weißt du, was ich meine? Und das ist so, das ist für mich interessant, ob du das jetzt merkst, weil du die Dinge machst, dass du für dich merkst, es gibt Dinge, die willst du einfach nicht mehr, und es gibt Dinge, die willst du, also merkst du für dich jetzt vorher schon, du willst was ändern, oder nimmst halt einfach hin. Weißt du, was ich meine, so? Ja, also ich will schon auf jeden Fall was ändern, ja. Also du nimmst schon so wahr dann. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ich versuche schon im Geschäft ein bisschen halt, wie gesagt, positivere, aber wenn man halt dann nur mit zwei Mitarbeitern hat, die so ein bisschen negativ sind, dann oder sich dann hochbetteln und wo ich mir denke, so, oh, manchmal würde ich einfach, ja, rausgehen und tschüss, kann mich am Arsch lecken. Kein Bock mehr. Ja, ich meine, gut, man muss auch dazu sagen, ich sage mal so, es ist ja nicht nur dieses Negative, was man erlebt, sondern ich sage mal so, du hast ja auch für dich schon wirklich viel mitgemacht, was das Thema Sterbe angeht. Ja, also mehr wie vielleicht ein anderer in deinem Alter schon ertragen muss, sage ich mal, ja. Und ich meine, das habe ich schon jetzt auch mitgemacht, dass einfach in kürzester Zeit so nahestehende Menschen sterben, ne? Ich meine, meine Oma war für mich wie deine Oma für dich auch. Das war jo, wische. Und auch die Mutter vom Dommer, wische, und das alles und die Situation. Wische, was ich meine? Und ich denke einfach, wenn man sowas erlebt hat, und ich meine, du hast auch, also du hast noch Schlimmeres mitgemacht, ne? Sag ich mal. Dann denkt man einfach anders. Wische, was ich meine? Dann denkt man einfach, ey, ganz ehrlich, sei doch froh, wische, dass deine Oma, Mutter, Bruder, wie sich nicht noch lebt, ja, und du einfach mit dem Zamme da hocken kannst und einfach einen Kaffee trinken kannst, weißt du, was ich meine? Und ja, halt aufs Maul, auf gut Deutsch gesagt, weißt Ja. du, was ich meine? Weil ich kann es halt nimmer. Weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, auch das ist eine Situation, die lässt einem einfach umdenken. Weißt du so? Also ich für mich habe halt gelernt, es geht nicht um die großen Dinge. Es geht nicht nur darum, dass ich morgen in die USA fliege und morgen und übermorgen dohi, sondern es geht um, keine Ahnung, es geht um den Samstagmittag, wo du einfach du hockst und trinkst eine Tasse Kaffee. Und wenn es nur 30 Minuten sind. Weißt du, es geht vielleicht um den Anruf, keine Ahnung, wo halt meine Oma anruft und sagt, ah ja, komm schon mal hoch, ich spreche dir mal was. Weißt du, wie es so? Es geht nicht nur drum, wische, es geht nicht nur drum, ob die jetzt auf meiner Hochzeit war. Natürlich ist das ach schä, aber es sind so die kleinen Sachen. Kleine Dinge, ja. Die Kleinigkeiten, Und ja. ich finde halt, ja, wie gesagt, also man vergisst es halt im Strudel des Lebens oft, aber ich denke, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht anmaßend sein und sage, dass keiner sowas mitgemacht hat, das ist ganz normal. Jeder macht das im Leben mit, jeder muss sterben und jeder erlebt Tod. Aber der eine erlebt es halt früher, der andere erlebt es später. Der andere erlebt es intensiver, weil halt enger stehende Leute sterben, der andere halt nicht. Und ich meine, jeder, der nicht, kann ja froh sein, dass es so ist, dass er sein Leid noch um sich hat, ne? Aber ich glaube, das ist schon so ein Punkt, wo man halt einfach auch anders da denkt. Und ich denke, muss es bei dir vielleicht auch so, dass du dir denkst, mein Gott, über was habt ihr euch alles zu retten, wische? Ja, Sind doch froh, dass wir euch haben, so auf die Art, wische? ich habe heute Mittag gerade, ich war bei meiner Tante kurz gewesen und hat ihr die Eier gebrochen von meiner Mutter, weil meine Eltern, die fahren am Samstag weg und eigentlich hatte ich gar nicht so viel Zeit, eigentlich hatte ich meiner Mutter, also meine Eltern versprochen, bin ich um 14 Uhr kommen, aber dann, weil meine Tante ist auch alleine, da ist mein Onkel im acht, also 2018 verstorben und die ist allein im Haus und dann hat sie mich halt, wir haben erzählt und erzählt, und habe ich auf die Uhr geguckt. Ich so, nee, ich muss eigentlich in 4 Minuten bei meinen Eltern sein. Und sie waren noch raus und haben noch Erdbeere und so. Und habe ich mir gedacht, welche? Aber stell dir mal vor, das war einfach so ein ganz dummer Gedanke. Aber mir ist es einfach so wie so ein Blitz gekommen, wo ich mir gedacht habe, stell dir vor, der Tante ist dann nämlich da und du kriegst schlechtes Ja. Gewissen, damit du vielleicht dann noch ein paar Minuten mit den also noch mehr Zeit für sie
freigeräumt hast und mehr mit ihr erzählt hast, weil es könnte dann irgendwann vorbei sein, oder? Ja, sie ist dann nicht mehr da. Und Ja, dann das stimmt. machst du dir vielleicht Vorwürfe, es ist Vorwürfe nicht, aber denkst du drüber nach, warum habe ich denn da nicht mehr Zeit mit ihr? Dann bin ich halt doch noch ein paar Minuten länger geblieben, ja. Ja, also ich denke, klar, man soll sein eigenes Leben darüber hinaus nicht vergessen, ne? Also man kann jetzt nicht nur, sag ich mal, bei der Family hocken und das war's, ja. Oder bei der Ängste, aber wie du sagst, man sollte vielleicht diese Minute mehr schätzen oder halt einfach nur mehr Zeit im Vornherein dafür einplanen, um Zeit zu verbringen. Weil ja, wie du sagst, man weiß halt nie, wann ist es das letzte Mal, dass du eine Person gesehen hast. Und ich meine, toi, toi, toi. Ich sag mal so, die Leute sind von uns gegangen. Und also ich kann sagen, ich war im Reinen. Ja, weil ich habe genug Zeit mit denen verbracht. Ich habe nette Worte gesagt. Ich habe mich verabschieden können irgendwo, ja. Also, das ist ja auch so ein Punkt. Ich meine, klar, jetzt beim Donner seiner Mutter nicht. Aber trotzdem habe ich sie verabschiedet, wo sie nach Kroatien gefahren ist. Weißt du, was ich meine? Also ich bin so mit mir im Reinen, aber ich stelle mir vor, wie ist es für Leute, die im Streit sind. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja genug Leute, die sind total zerstritten oder sonst was und können diese letzten Worte nicht mehr finden. Weißt du, oder sind nicht im Reinen mit sich, ja? Weil ich meine, man denkt oft so über letzte Worte nach und ich hatte so überlegt, aber ich zum Beispiel hatte meiner Oma keine Worte zu sagen, weil ich ihr immer alles gesagt habe. Verstehst du? Also bei ihr war es einfach nur, dass ich halt doof war und habe ihr Hand gehalten. Weißt du, aber da gab es nichts zu sagen, einfach, ne? Aber ich denke mir halt, das ist auch so was, wo man wirklich dankbar sein kann, wenn man in dieser Situation ist, weil ich denke, wenn es anders da, ich meine, das macht dich sowieso schon kaputt, so eine Situation. Aber wenn du dann noch so im Unreine bist, ich glaube, dann macht es dich total fertig. Wisst ihr so? Denke ich mir halt so. Ja, also wie als meine Oma verstorben ist, in der Woche hatte ich Urlaub und ich habe sie dann täglich besucht. Und aber als sie mir dann das letzte Mal über die Hand gestrichen hat, habe ich gewusst, damit sie, also damit es bald, also man hat es irgendwie gespürt irgendwie. Also Ja. die hat mir so die Hand auf meine Hand gelegt, wie, also wäre es, also das, ich weiß, aber man spürt es Ja. einfach, damit es das letzte Mal jetzt war. Und ja, also. Ja, man hat es einfach dann gespürt. So war es auch bei von meinem Mann, seiner Mutter war das, also bei Schwiegermutter war das genauso. Habe ja die Hand gehalten und die hat mir die Hand so gehalten, damit ich gewusst habe, es war das letzte Mal. Aber irgendwie, entweder habe ich doch mehr durch die Spiritualität, die ich vielleicht habe, vielleicht spüre ich das mehr wie andere, keine Ahnung, Du hast aber halt auch einfach schon oft mitgemacht. ja. Ja, aber bei den zwei habe ich das wirklich. Habe ich das Ja, aber ich gespürt? denke, sowas macht was mit M. Wische, man denkt einfach um, man denkt anders. Vielleicht ist es auch ein Grund, warum du so denkst. Wische, ach, so von vornherein schon, sei immer positiv, sei immer froh. Wische, wie ich meine? Ja. Ja, also ich würde sagen, wir müssen jetzt Drama auch nicht überspitzen. Ich meine, wenn euch das Thema Tod interessiert, was hier ist interessiert, ich meine, das ist ein Thema, man redet viel zu wenig darüber und es ist nichts Schlimmes. Also es ist, was es gehört zum Leben. Und alle müssen wir uns mit auseinandersetzen, dann können wir es uns in die Kommentare schreiben. Dann können wir vielleicht auch ein bisschen Motto drüber sprechen. Aber ansonsten hoffe ich, es konnte euch einen Einblick geben zum Thema Rebellion mal aus einer anderen Sicht. Und dann, ja, hören und sehen wir uns nächste Woche wieder. Servus!